Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Enz mit dem Leo wieder heute. Heiner. Mit dem Jürgens. Moin. Mit dem Mopsi. Heiner. Mit dem Simon. Heiner. Mit dem Sven. Heiner. Mit dem Leon. Heiner. Wen haben wir noch hier? Den Thomas. Moin. Und den Paul. Heiner. Oh. Simon sagt immer so wenig. Der Simon ist halt... Er ist schüchtern. Nee, er ist nicht schüchtern. Er genießt und schweigt. Richtig. Genau. Simon ist kein Blubberer, sondern er ist Macher. Ja, ist nicht so wie ich und Mopsi. Ja, genau. Mhm. Alles klar. Was macht das dann aus dir, Werner? Weil du bist mit Abstand derjenige, welcher dir am meisten hier erzählt. Ja, ich kann aber beides gleichzeitig. Das ist kein Problem für mich. Ach so, okay. Ja, er ist Belgique noch gewöhnt. Wollte ich gerade sagen. Ja, also. Wie vor der Folge Belgique, da muss er. Wie vor der Folge Belgique, die brennen sich einfach ein, Leo. Also. Ja, das ist wohl. Okay, alles klar. Gut. Ja, das habe ich so erwartet tatsächlich. Kommt nix, okay. So. Die Zeit läuft immer noch auf 15, ist das richtig? Leo, brauchst du das? Ja. Was? Ja, bitte. Gewitter? Was? Gewitter? In Neuss. Gewitter! Sieht so aus. Gewitter? In Neuss. Ich muss mir das unbedingt mal das Video angucken. Ihr sprecht zwar immer davon, aber ich habe mir das Video noch nie angeguckt. Wo das gewesen ist. Thomas ist ja ein Topfahrer hier, der nimmt alles mit. Ich versuch's. Sehr nice. Naja, solange ich dich nicht mitnehme, ist alles okay. Oder? Ja, richtig. Werner kann man schon mal mitnehmen. Was? Danke. Was? Was? Ab dann ja, wenn er rechts am Straßenrand stehen wird, würde ich ihn natürlich mitnehmen. Wow. Ach, den nächsten Wald. Okay. Ja, nicht auf dem Motorhaube. So much funny, oh. Wenn ich glaub, dann nimmt er erst mal einen Ball mit. Das ist mir egal. Ich mag mich selbst, das ist alles, was zählt. Ach, okay. Das ist klar. Kann man die Karte wegmachen, das ist eigentlich grauselam hier. So, wo ist denn unser Ball? Schade, dass trotz Zettern so viel Gras überbleibt. Ja, das ist halt stellenweise, ne? Mhm, da wo ich einmal nochmal mit dem Mähwerk drüber bin, weil ich drehen musste. Oh, wie komme ich eigentlich zu der Ehre, hier Black Beauty zu fahren? Weil du mit mir getauscht hast. Das ist schön. Bist du denn zufrieden mit deinem neuen Posten, Mopsi? Es geht. Okay. Ist ja schon mal die halbe Miete. Ich wäre lieber Black Beauty fahren, schön Ballen pressen. Hm. So. Darf ich eine ehrliche Frage stellen? Oder ich hoffe auf ehrliche Antworten. Ja, Frage. Wer von euch hat sich die Belgique runtergeladen? Ja, ich. Ja? Ich. Ja. Schon einige, ne? Läuft jetzt wunderbar. Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Bei wem läuft sie? Hier, ich. Bei mir. Hier. Ich habe sie noch nicht gespielt. Okay. Dann ist das das. Ich war mit der Klettenberg beschäftigt hier auf dem Server. Ich habe tatsächlich gestern mit dem René gesprochen und er hat gesagt, er hat jetzt momentan alle Anfragen abgearbeitet. Also es waren ungefähr 10 Stück, wo es nicht funktioniert hat. Not enough memory. Wobei 10 Stück, die sich bei Forbidden Mods gemeldet haben, da muss man dazu sagen. Die, was sich bei uns gemeldet haben, die ja, sind jetzt da nicht mit eingerechnet. Aber das waren wohl auch einige, was sie gehört haben. Ja. Bei mir haben sich einige gemeldet und ich habe die halt weitergeleitet nach Forbidden Mods, ne? Ja, perfekt. Weil dazu kann ich halt am wenigsten sagen, ne? Was genau so ist es. Oder sowas ist. Das ist auch, Boxe kann das auch bestätigen zum Beispiel, ne? Wir bekommen täglich Nachrichten auf Facebook, ganz viele. Wie kann ich das machen und das und wie kann ich die Map umbauen? Was muss ich da drücken? Wie muss ich das im Editor machen? Ich weiß das nicht. Ich auch nicht. Keine Ahnung von. Das weiß keiner von uns. Was? Diese wunderschönen Ballen hier. Gut, dass es keiner gesehen hat, Mopsi, ne? Was? Gut, dass es keiner gesehen hat. Ja. Ja, Werner. Immer schön locker bleiben. Du stellst dich ja auch richtig geschickt an, muss man ja wirklich sagen. Einfach knallgas weiterfahren, ne? Läuft. Mm. Du hast beim Leo gelernt, das merkt man. Ja. Besten Lehrer. Was?
Das hätte ich dir einmal. Da sagt er wieder was. Das hat nichts mit Schleim zu tun, das ist einfach komplett richtig. Du merkst auch, die Leute, die Hi-Nah sagen, dass sie definitiv von dem oder Leo? Bei den Streams mit dabei sind, weil, wow, das war jetzt gut. Das merkst halt einfach. Ich bin auch immer bei den Streams dabei und sag trotzdem immer noch Moin. Ja, weil du bist auch... Ja, du bist auch Ostfriese. Deswegen, bei mir kommt das mit der Herkunft zusammen. Das, ja. Nee, ich habe tatsächlich noch eine Idee für die Challenge 2.0. Okay. 2.0? Was? Ja, sprich. Das würde aber erst passieren, wenn der LS17 da ist. Okay. Da mal gucken wir mal. Ehrlich, kauf mal bitte Feld 14. Bei mir kommt ganz die Fehlermeldung, sie besitzen das Feld. Was ist Feld 14? Lass mal gucken. Das ist unter 19. Ah, das ist nur die Ecke oben. Das ist nur die Ecke oben, Sven. Ja, ja. Das ist normal. Okay. Seid ihr gleich fertig? Wir müssen wir leben. Seid ihr gleich fertig mit Säen auf der Elf? Wir sind hier noch am Gras machen, Heu machen. Entschuldigung, Verzeihung. Nee, ich meine die anderen Ja, wir sind so gut wie fast fertig. Wer ich hoffe ehrlich gesagt, dass meine Grafikkarte nicht den Popo hochhebt. Wer hat eigentlich zuletzt Ich hab immer mal wieder Grafikfragmente. So? Okay. Bitte was? Wer zuletzt? Wer hat zuletzt Gülle gefahren oder so? Oder das Gülle verfehlt? Jürgens war das. Was? Meinst du, weil das mitten in der Einfahrt steht oder in der Durchfahrt? Ja. Das liegt nicht an mir. Das steht da mit Absicht. Ach so. Weil jemand hat das geschickterweise vor die Einfahrt zu den Kühen hingestellt. Leo. Ah, da wo Leo rein wollte, okay. Das ist richtig. Da stelle ich das in die rein. Ja. Und wenn man da was da rein möchte, dann geht das schnell. Ich glaube, Jürgens hat das letzte Woche gehabt, ne? Das Güllefass? Den Güllebomber, wie du es genannt hattest? Ja, den kleinen Güllebomber. So klein ist der gar nicht. Man kann sagen, 19,5 Kubik. Was denn? Dieses Güllefass ist mit Abstand das beste Güllefass, was es gibt für den LS17. Ist eine Streitfrage? Nee, das ist keine Streitfrage. Das ist einfach so. Ich bin ja mittlerweile. Das, was wir mittlerweile auf dem Mod-Server haben, ist auch nicht schlecht. Ja, das finde ich auch cool. Ich bin ja mittlerweile ein riesiger Fan von Gülle-Grubbern. Nee. Ja, der Variant. Zum Beispiel. Also, es gibt auch das andere Gedöns noch. Es gibt ja auch den Gülle-Grubber-Aufsatz für das normale Fass, ne? Mhm. Aber ja. Ja, aber du hast halt mit dem Fass eine unglaubliche Arbeitsbreite noch zusätzlich. Ja, wenn es dir darum geht. Das hast du mit dem Standard-Fass nochmal mit 6 Meter. Stimmt. Das ist ja gar nichts. Aber auch ist das 13, ne? Weiß ich gar nicht. Aber habt ihr gesehen, dass es... Ja, bitte. Aber unsere Wiegenkanz auf dem Mod-Server jetzt, die sind auch nicht schlecht. Mit 18 Meter Arbeitsbreite und 20 Kubik. Das ist ja der Standard-Zunhammer, den wir dort haben. Nein. Da war nicht mehr. Hat sich vieles verändert, Leo. Das ihr habt alles nicht diesen Fliegel-Dingsbums gekauft. Nein. Wow. Ja, bitte. Gerade bin ich an dieser Mischstation vorbeigefahren, jetzt hat sie 4 Ballen eingesaugt. Das ist ja nicht schlimm, ne? Nee. Gut. Ich bin jetzt aber auch da unten mit Ballen sammeln fertig. Wo soll ich als nächstes hinfahren? Über der Elf. Ja, bitte so schnell wie möglich. Okay. Sonst kriege ich hier gleich noch ein Kind, ey. Dann warte ich. Ich habe noch eine Frage. Habt ihr im LS17 die Seemaschinen schon gesehen? Ich glaube, eine konnte man sehen. Eine, das ist die gleiche wie im 13er. Ja, die Amazone. Ja, genau, die Amazone. Genau. Die war richtig cool im 13er. Ja. Nee, man konnte noch eine sehen. Beim ersten Trailer, oder Mr. Ferguson, diese Seemaschine. Ja? Ja, das ist die normale Horsch, die wir jetzt auch haben. Nee, das ist eine andere Horsch. Ich habe mich auf alle Fälle gefreut, dass diese Amazone wieder dabei ist. Ja, das ist richtig. Die war richtig cool. Die war richtig zum Zusammenklappen nice. Da hat echt alles gepasst. Darf ich das Güllefass bitte umparken? Mach du. Darf ich eine Sage sagen? Sage und sie sage. Ich habe richtig Bammel vor dem 17er, dem Multiplayer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. Ich weiß warum, Leo, und ich gebe dir vollkommen recht. Wenn die das nicht deaktivieren, dass man überall alles auskippen kann, dann sehe ich schwarz für den öffentlichen Multiplayer. Wirklich schwarz. Also du kannst ja dann... Vorher konntest du alles absichern mit Bienenhäuschen und dann konnten die nur noch entweder
ins Lager oder gar nicht. Ja. Aber wenn die Leute jetzt überall einfach auskippen können und diese Ottos wird es geben, hundertprozentig, dann wirst du sehr, sehr schnell die Lust verlieren. Ich hoffe, Giants erkennt das. Ich hoffe es einfach sehr stark, dass man das deaktivieren kann. So wie ja. Man Bernhard, du hast Licht an, ne? Kann das sein? Ja, ich sehe auch ja. Sonst nichts. Wie man das, den Helfer halt einstellen kann für alle, hoffe ich, dass man das auch deaktivieren kann. Okay. Leon, bitte komm zu mir gleich. Hä? Komm zu mir, bitte. Bist du? 90 Grad rechts, geradeaus. 90 Grad rechts, geradeaus, das ist auch noch eine Aussage, ey. Bitte nimm diese Ballen hier mit. Ja. Wobei, das ist echt. Wow. Ah, hat doch geklappt. Dankeschön. Kein Problem. Ja, ich habe auch richtig Bammel davor. Also, das ist wirklich. Das wäre, wenn das nicht deaktiviert werden kann, wäre das ein absolutes K.O.-Kriterium. Das wäre. Ja. Also, da kannst du es knicken. Da musst du mit 5 Admins alleine drauf sein, damit du wirklich halbwegs Leute beobachten kannst und sofort bei jeder Kleinigkeit. Kannst du auch nicht. Direkt eingreifen kannst. Ja, anders wird es wirklich nicht gehen. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich weiß es wirklich nicht, ne? Aber ist es geplant, dass so eine Art Multi-Overlay reinkommt? Ich denke nicht, ne. Weil da könntest du jetzt vielleicht über die Multi-Overlay ein bisschen nachgucken, zumindest, ob irgendwer was verloren hat. Nee. Habt ihr einen Kurs? Wahnsinn. Ich hätte den einfach. Ja, wir haben einen. Nummer? 4 wahrscheinlich. Warte, ich speichere ihn kurz ab. Grober Kurs, also kaputt. Diese verfluchten Ballen, ne, Werner? Überall! Ballen! Ich schieb die Ballen mittlerweile auch schon vor mir her. Ich will nicht den Mobs hier machen. Liegt auf der 9. Vielleicht solltet ihr nicht so 9. viele Ballen machen, weil... Ja. Ne? Läuft schon, Leo, läuft schon. Also ich würde schon gut viel machen. Alles klar, ich hab nichts gesagt. 500 Stück Ballen, wenn der Safe Game kaputt ist, gehen wir auf eine neue Map, kein Problem. Das wollte ich gerade sagen. Wenn fangen wir nochmal von vorne an. Nee, ich finde das gut. Einfach so viele Ballen machen, bis das Safe Game crasht. Rechte Methode. Wenn du das Safe Game kaputt haben willst, Werner, ich krieg das hin. Ja, ich weiß schon. Ich krieg das auch hin. Kein Problem. Ich hab da Möglichkeiten. Ich hab auch Erfahrungswerte in solchen Sachen. Ja, tatsächlich. Das ist wohl wichtig. Hashtag 500 Folgen Belgik, ne? Ja, nicht mal so. Aber wobei es da auch schon abgerauscht ist. Ich hatte bei unserer letzten Micmap-Aufnahme Bammel, Leo. Okay. Wegen der Zeit oder was? Nee, wegen. Da hat es mal ganz kurz komplett gehangen. Okay. Komplett. Mhm. Und da haben wir gedacht, Alter, jetzt ist es vorbei, ne? Und nach 5 Sekunden hat es sich wieder gefangen. Okay. Das hatte ich tatsächlich auch einmal. Da hat Curseplay mächtig viele Fehlermeldungen geschmissen. Das kann gut sein, ja. Aber ich habe jetzt nicht weitergeschaut, was das genau war. Und nee, aber da habe ich schon gedacht, oh nee. Kann die ganze Folge wegschmeißen. Und das war am Ende einer Folge. Ich hätte am liebsten auch eine Folge weggeschmissen. Ja? Ja. Warum, Leo? Läuft die so bei dir, oder was? Ich werde nicht sagen, welche, aber ich habe, ja. Die am Freitag ist das, oder die am Donnerstag? Ich weiß es nicht mehr genau, es ist zu viel. Ja, aber das ist die am Donnerstag. Zu viel LS gewesen an diesem Tag heute hier. Ohne Witz. Ach, zu viel kann gar nicht. Oh, doch. Zu viel YouTube an einem Tag. Ist halt, wenn man das alles auf einen Tag beschränkt. Das Problem ist halt, wir sollten, ich glaube, den Endaufnahmetermin an einem anderen Tag machen. Samstags. Ja, vielleicht noch an einem anderen Tag. Freitagnacht um 2 Uhr morgens. Bin ich dabei. Dienstags. Das hat mehrere Gründe. Positive wie auch negative. Bobsi, wenn du mich nochmal anhubst, ne? Dann hub ich zurück. Ja, mach doch. Hab ich keine Angst vor. Boah, er provoziert. Dann steigt der Werner aus. Dann steige ich auch. Ich hole die Kettensäge und ja, dann gehen wir zusammen im Wald. Alles klar, das ist ein Deal. Ich wollte schon nochmal mal mit dir im Wald. Was? Oh, nee, das klingt. Aber auch mal einer wieder. Das ist ja, richtig weiß gefährlich nicht. Mit Werner. Ja, die anderen Leute. Wenn ich mit Werner im Wald gehe, kommt einer wieder, ja. Aber wer, das verrate ich noch nicht. Balu. Das steht noch nicht. Tatsächlich wären wir jetzt tatsächlich fertig mit der Folge, aber ich mache die ein, zwei Bahnen noch fertig hier, weil das haben wir das auch abgeschlossen.
Wir können uns einen neuen Schwader kaufen. Mopsi hat den gerade gegen das Strommasten gejagt. Mopsi können wir auch neu kaufen. Nee, Mopsi kannst du nur zurückgeben. Könnten wir ja Zeit immer neue Sachen kaufen, wenn man das jetzt darauf beschenken würde. Ja, aber das war gerade richtig offensichtlich. So richtig, da hast du das Lächeln im Trecker hast du gesehen von Mopsi. Richtig so BAM! Ja, ich möchte einen größeren. Also es war auch noch mit Vorsatz. Du möchtest einen größeren haben. Die Ballen können eventuell chaotisch liegen. Das sagst du öfters, ne? Was? Was? Wow. Ja, die Ballen. Was ist los, Leo? Nix. Wo seid ihr jetzt am Main? Neben der 13. Kreisverkehr erste. Neben 13 unter. Ja, Kreisverkehr erste, sag ich ja. Wer ist denn eigentlich gerade am BGA schaufeln? Das weiß ich nicht. Warte, ich kann es jetzt nicht sagen. Das ist richtig. Das ist Leo, ja, deswegen. Was deswegen? Deswegen kommt zu viel Geld rein. Das ist richtig. Also ich habe nur noch hat nochmal gerettet. Euro. Jetzt gerade der Kontostand. 1,1 Millionen. Yo. Left Bones. Nein, wir bekommen keinen neuen Trecker. Schade. Also, ne, ich hätte ja gerne einen neuen Trecker, ne? Au, und ich hätte einen kompetenten Abfahrer hier. Ich hab die Handbremsen und Nikon. Weißt du, hat den neuesten Trecker, also ich hätte gerne noch einen Trecker. Dürfen wir auch nur für diese Folge fahren wahrscheinlich. Das ist richtig. Aber wir sind für heute wieder fertig. Leo, abschließende Worte deinerseits? Ja. Nee, ja, Sven hat welche, bitte. Ja. Bitte, Sven. Ich hätte gern mal Gehalt. Was hättest du? Ich hätte gern mal mein Gehalt. Gehalt? Dein Gehalt? Ja. Spaß an der Arbeit, Junge. Was ist das? Dein Gehalt? Kann man was essen? Das ist ja zu viel Geld, da kannst du es mal auszahlen. Okay. Wenn dir ist aber klar, dass du erstmal die ganzen Sachen, die du vorher kaputt gefahren hast, alle. Du hast dein Gehalt bekommen. Erstmal davon abgezogen. Da wurde Sven gekickt. Oh nein. Ja. Gut, liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Tschüss.